Und damit ein herzliches Willkommen zurück zur Formel 1 2018. Wie gesagt, wir starten das letzte Mal ins Training und dann geht's heute noch zum Qualifying der Formel 1. So, geht zur Strecke, fliegende Runde, los geht's. Wir probieren es weiter. Ich glaube, es sollte ein bisschen schneller zu sein. Also ich habe die Folge jetzt nicht gleich aufgenommen, also nicht wundern. Wahrscheinlich wieder nicht gleich klappen. Aber das schauen wir mal. Fliegende Runde ist irgendwie besser. Dann sparen wir uns die extra Runde und können gleich auf Zeit spielen. Da ist wieder Zeit verloren. Der rutscht ganz schön, ne? Oh mein Gott! Jo, aber... Ganz ruhig. Okay, ganz ruhig. Ganz sachte, mein Freund. Okay. Oh mein Gott, oh, ich hab weggeguckt. Ich geb's zu. Das war mein Fehler. Okay, das war nicht die Top-Zeit. 1:39 die schnellste Runde bis jetzt. Aber ihr merkt, sie fliegt nicht mehr so oft raus. Es funktioniert echt besser. Was, ich war vorher schneller? Ach Quatsch. Okay, war es wieder besser.
kommt Concentration. Oh mein Gott, Alter, ist die Zeit gut. Und jetzt verkacke ich es mir wieder hier. Aber gut, es war gut. 1:39 ist die beste Zeit, wo ich bisher gefahren bin. Ich will mich gerade ein bisschen konzentrieren, dass ich nichts mehr rede. Jawohl! 1:38. Gut gemacht, du bist jetzt auf P5. Aber das geht noch ein bisschen besser. Okay. Schwarz. Dein Frontflügel hat etwas abbekommen. Scheint nur geringfügig zu sein, aber geh es etwas ruhiger an, um das Problem nicht zu verschlimmern. Schwarz wieder schön verkackt. Und hier auch. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Okay, dann würde ich sagen, ab in die Box. Dann gehen wir zum Qualifying da rüber.
Okay. Gut. Reparaturarbeiten am Wagen haben uns etwas Zeit gekostet. Ja, ja, ja. Stell doch nicht so an. So. Jawohl, wir sind auf 8. Wir sind auf 8. Der Himmel macht in der ersten Runde halt Topzeit, ne? Ach du Scheiße. Okay, so hast du noch nicht alle gefahren. Aber sieht gut aus. Halt, nein. Dann tun wir mal die Zeit beschleunigen. Vergiss nicht unsere Trainingsprogramme. Sie würden dem Team wirklich helfen, wenn sie absolviert werden. Das ist jetzt die letzte Session für sie. Also sollten wir uns sofort auf sie stürzen. Okay, auf 18. 19. Naja, ein interessantes Training. Schauen wir uns noch einmal die Top 3 an. Hamilton, Vettel und Kevin Magnussen. Doch, wir sind letzter. Nein! Dass heute beim freien Training dabei waren. Wir sind in... Ich hab echt mal gedacht, wir haben einen guten Platz, aber nie. Uiuiui. Okay, auf zum Qualifying. Let's rock. Die Fahrer und ihre Wagen stehen bereit und sie sind hoffentlich gespannt auf das Qualifying, das hier in Bahrain gleich losgehen wird. Das würde mich ehrlich gesagt überraschen. Nur die Teams an der Spitze hätten theoretisch das Tempo, um trotzdem vorne wegzufahren. Aber am Ende des Tages ist es trotzdem ein großes Risiko. Der Startplatz ist das absolut Wichtigste und es zahlt sich meistens nicht aus, ihn für eine geringfügig bessere Strategie im Rennen zu opfern. Ich denke also, dass niemand es versuchen wird. Ich habe mich allerdings schon das ein oder andere Mal geirrt. Von Zeit zu Zeit sieht man solche riskanten Entscheidungen sehr wohl und manchmal zahlt sich das Spekulieren auch aus. Wenn ich allerdings selbst im Auto säße, würde ich mir ohne Zweifel den besten Reifen für die Qualifying-Runde aufziehen, den ich hätte. Okay, ein Wort getan, ne? SS-Reifen, ja. So, Stippelan. Okay, gleich raus. Und los geht's. Auf unseren SS-Reifen. Schauen wir mal.
Nein! Ach, komm schon! Dein Frontflügel ist beschädigt. Er wird die Performance beeinflussen. Jetzt krieg ich wieder die Strafe, oder? War da? Ja, klar. Ach, leck mich doch. Ey, da kann ich doch nichts dafür. Okay, ein bisschen geschummelt. Okay, 1,52, das muss besser werden. Jetzt haben wir auch noch einen Vordermann. Okay, schaut besser aus. Aber es ist, glaube ich, immer noch zu wenig. Obwohl, 1,8. Ah, okay. Ah, das war keine Absicht. Was, Benzin nur knapp? Okay. 17, komm schon, was ist denn da los?
Okay, das war's mit Benzin. Wie jetzt? Oh man. Oh yeah. Wird gelaufen. Naja, gleich sind wir da. Ey, das ist ein echt letzter. So, schauen wir mal. Hat etwas Zeit gekostet, die Schäden am Wagen zu reparieren. Eins, fünf und wollen die mich verarschen? Alter. Fünf Minuten haben wir noch. Wenn du während eines Boxenstopps etwas Spezielles wissen oder Änderungen am Auto vornehmen möchtest, kannst du mir das über Funk mitteilen. Aktiviere das System durch Drücken und Halten der Funktaste. Du kannst den Befehl aussprechen oder ihn manuell am Funkbildschirm auf... Okay, viel können wir jetzt nicht machen. Wir gehen nochmal zur fliegenden Runde. Auf geht's, komm. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Mann, 1,35, wie soll ich denn das schaffen? Das ist zumindest mal nicht letzter zu sein. Oh je, das kann ja was werden. Thank you.
Jawohl, okay. Nur noch 30 Sekunden in dieser Session. Das 30 Sekunden, ne? Komm schon, bitte lass mich die Runde noch zu Ende machen. Ist das noch gezählt? Das war einfach nicht unser Tag. Och man. Das war 1:34, ich hab's gesehen. Während wir uns etwas von diesem aufregenden Qualifying entspannen, sehen wir uns die Top 3 an. Hamilton, Vettel und Valtteri Bottas. Für heute war's das, wir sehen uns morgen wieder, wenn es um den großen Preis geht. Ich hab's gesehen, das war 1:34. Das war gut. Das war echt gut. Ich war heute echt stolz auf mich. Das muss ich schon mal sagen. Bierchen hoch. Ah, nee, ich trinke kein Bier. Das war ein Joke. Nee, Quatsch. Okay. Ach, Mann. Okay, macht nix. War aber besser. Ah je. Okay. Das war Pech. Nicht ganz da, wo wir im Grid sein wollten. Aber Kopf hoch, das ist noch nicht das Ende der Welt. Naja, ihr schmeißt mich raus. Okay, ich würde sagen, das war's für diesen Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal zum großen Rennen. Ciao, ciao.